Jetzt freue ich mich sehr auf die nächste Künstlerin. Sie kommt aus meiner Heimat, aus der schönen Schweiz. Und dort spielt sie ein Instrument, das ist fast doppelt so groß wie sie. Ich glaube auch wie ich, aber sie hat es voll im Griff. So klein, aber ein so großes Instrument. Malina Grimm aus dem kleinen Dorf Affeltrangen in der Schweiz lässt keine Gelegenheit aus, um auf ihrem Lieblingsinstrument zu spielen. Sie übt jeden Tag fleißig mit ihrem Alphornlehrer Freddy Schnieder. Herzliche Gratulation! 2020 sichert sich die damals Neunjährige mit dem Stück Knoblibrot den begehrten Nachwuchspreis in der größten Volksmusiksendung der Schweiz. Mit ihrer Leidenschaft für das Alphorn will Malina nun auch das deutsche Publikum begeistern. Und wir heißen Sie ganz herzlich willkommen in Berlin, Malina Grimm! Hallo Malina! Hoi. Wie schön, dass du da bist! Ich weiss, du warst ein bisschen aufgeregt, gell? Ein bisschen, aber, ja. Gell, so ein tolles Publikum, du brauchst nicht aufgeregt zu sein, ja. Oder? Malina, du spielst das Alphorn, das ist sozusagen Schweizer Kulturgut. Da war natürlich klar, ich will ein bisschen Swissness in meiner Show haben und dich dabei haben. Aber jetzt ist es ja nicht selbstverständlich, dass man Alphorn spielt. Also hier in Berlin wird das schon mal gar nicht angeboten und gelernt. Und in der Schweiz ist es jetzt auch nicht selbstverständlich, dass so eine junge Swiss Lady wie du Alphorn lernt. Wie kamst du dazu? An einer bekannten Schweizer Messe habe ich das Alphorn entdeckt. Mhm. Und da spielte ein älterer Herr und der hat mich dann damals als 6-jähriges Mädchen aufgefordert, ob ich das Alphorn mal ausprobieren möchte. Und ich habe es tatsächlich geschafft, ein paar Töne darauf zu spielen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dieses Instrument sofort erlernen wollte. Ja, und das ist auch super schwierig, also es gibt ganz viele, bei mir kam da noch nie was raus, aus der Luft. Ich habe das noch nie geschafft und aus eigener Erfahrung weiß ich nicht, weil ich es konnte, sondern weil ich nebendran gestanden habe. Das ist wahnsinnig laut. Sag mal, du wohnst in einem Wohnblock. Wo übst du bitte schön, ohne dass gleich der ganze Wohnblock du wegpustest sozusagen? Also ich spiele immer in unserem Wohnzimmer. Oh, sag mal, deine Eltern sind doch auch da. Hört ihr noch gut? Ja, ist schon ein schwierig, hä? Ja, schon. Nein, und unsere Nachbarn stört das überhaupt nicht und sie hören es sehr, sehr gerne, wenn ich spiele. Oh, ja. Okay. Ja. Weil du es so gut kannst. Du bist ein Naturtalent, definitiv. Und du trägst auch immer beim Spielen die Tracht. Also ich weiß jetzt, du wohnst jetzt eher so ein bisschen städtisch. Ich habe die Tracht nur immer getragen, wenn ich Almaufzug oder Abzug hatte. Aber du trägst sie beim Alphornspielen, lebst voll städtisch. Ist das voll dein Lifestyle oder bist du die Einzige in deiner Klasse, die eine Tracht trägt? Genau, also zum Alphornspielen träge ich immer die Werktagstracht. Mhm. Durgauer? Genau, Durgauer. Aber du fühlst dich schick und wohl? Ich fühle mich wohl. Ach, ich wünschte, ich hätte auch nur eine Tracht, dann wäre ich ein bisschen schneller angezogen, wenn ich auf die Bühne gehe. Bei mir immer super lange, bis ich entschieden habe, was ich anziehe. Steht dir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und Malina, vielen Dank. In deiner Tracht mit dir und dem Alphorn haben wir jetzt ganz viel Schweiz hier. Und ich würde dich jetzt auf die Bühne bitten. Dankeschön. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Genieß den Auftritt. Wir hören jetzt auf dem Schweizer Nationalinstrument eines der bekanntesten Lieder weltweit. Ein Welthit auf dem Alphorn, Amazing Grace, Malina Grimm.
Malina Grimm, danke viel mal. Alles Gute mit dem Alphorn. Ein bisschen Swissness. Ich bleibe ganz kurz bei Amazing Grace.